schön. Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen zu Nur gefragt. Ja, einige sitzen jetzt wahrscheinlich vorm Fernseher und denken, was ist denn los? Nicht? Hat sich der Alsmann die Haare schneiden lassen? Hat sich die Westermann umoperieren lassen? Nein, die beiden haben nach circa gefühlten 100 Jahren zimmerfrei offenbar genügend Geld zusammen, um sich eine eigene Wohnung leisten zu können. Sie suchen keine Mitbewohner mehr. Das hat niemanden mehr erschüttert als mich, weil das, ich habe gedacht, was machst du jetzt mit diesem Sonntagabend? Das hat die ganze Struktur meines Wochenendes vollständig zerstört. Und dann dachte ich plötzlich hatte ich die Lösung. Plötzlich dachte ich, Mensch, dachte ich, machst du deine eigene Sendung? Das ist ja, nicht, aber das wollte ich, da ist er. Ist ja, in dem Sinne ist es ja gar nicht meine eigene Sendung, weil ich bin doch hier nicht alleine. Wir haben gedacht, wir diskutieren etwas. Wir müssen reden, haben wir gedacht, über philosophische Fragen, über ethische Fragen, gesellschaftliche Fragen, Stilfragen nicht zuletzt auch. Und das mache ich zusammen mit vier Philosophen, die ich eingeladen habe. Bei mir heute Monika Gruber, Thorsten Sträter, Olaf Schubert, Sebastian Kufpaff. Dankeschön. So, wir können im Grunde anfangen oder könnten im Grunde anfangen, weil alle haben was zu trinken außer mir. Das finde ich scheiße. Ja. da unten. Bei mir hat man es unter dem Tisch versteckt. Die denken, ich sauf heimlich. Prost. Das ist nämlich eigentlich die zentrale Ursache, warum wir diese Sendung gestartet haben. Wir wollten mal schön im Fernsehen was trinken. Prost. Es geht um existenzielle Fragen und die sind oft nüchtern gar nicht zu ertragen. Zum Beispiel die Frage, darf ich einen Arzt auf einer Party um eine Diagnose bitten? Also eine Frage, die ich jetzt gar nicht so richtig beantworten kann, weil ich bin kein Arzt, aber mir geht es schon um den Sack, wenn neben mir einer steht und sagt, es juckt hier so, was soll ich tun? Und ich weiß, es ist ein Gynäkologe im Raum. Also, das muss ich vielleicht ganz kurz erklären. Ich bestimme, wer hier welche Meinung zu haben hat. Und deswegen, Olaf Schubert und Sebastian Puffpaff sind dafür. Man darf einen Arzt auf einer Party um eine Diagnose bitten, aber Thorsten Sträter und Monika Gruber sind strikt dagegen. Absolut. Aber wie willst du als durchschnittlicher Kassenpatient überhaupt noch an Arzt rankommen? Also im Grunde genommen. Dementsprechend, also Olaf und ich zum Beispiel, wir machen das regelmäßig. Also wir werfen Partys, also wir richten sie aus, laden ganz viele Ärzte ein, um allein einfach die Wartezeiten dadurch zu verkürzen. Das ist das Einzige, was einem im Grunde genommen heute noch außer Pfandsammeln übrig bleibt. Und ich glaube, dass es das ist, was die Ärzte am Leben erhält möglicherweise, weil die praktisch jede Party auch noch privat abrechnen. Sonst hätte der Chirurg, hätte ja keine ruhige Hand. Also die kommen ja von uns, von der Party mit 2 Promille und dann können die wirklich, dann haben die Handstand. Und wie oft habe ich das gesehen, wo ich bei euch eingeladen war und es wurde am Küchentisch operiert. Ja. Am Anfang ist man irritiert. Eine Top-Narbe. Aber was spricht dagegen? Ich selber habe, und ich kann das ganz klar sagen, mal auf dem Wiener Opernball meine Hämorrhoiden nachgucken lassen aus dem Stand. Es hat keinem gut getan. Am Wiener Opernball. Ja, tatsächlich. Das bringt nichts. Ich meine, auf der Party fragen, logisch, wenn der Arzt sagt, du hast noch 3 Stunden zu leben, was willst du denn erst nach Hause gehen? Ne? So. Minuten entscheiden. Ne? Richtig, aber. Es ist letztendlich unrealistisch. Ich würde das gar nicht hinkriegen, eine Party ausrichten, Ärzte einladen. Weißt du, welcher Urologe hat Bock auf Flaschen drehen? Ich mache auch keine schönen Partys, das muss man dazu sagen. Ich lege dann Bata Ilic auf, da kommt keiner. Gas- und Wasserinstallateure, ja. Aber die helfen mir nur ganz selten weiter. Also ich muss sagen, es bringt nichts. Geh zum Arzt. Ich finde, dass der Hinweis, geh mal zum Arzt, ein schönes Ende für eine Frage ist, weil er einfach ein konkreter Ratschlag ist. Und das wollen wir hier leisten. Wir kommen zur nächsten Frage. Darf man sein? Das ist eine angenehm dämliche Frage. Obwohl, warum nicht? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich viele Menschen, die ich nicht kenne, stellen.
Darf man seinen Hund vegan ernähren? Ich bin sicher, dass Thorsten Sträter und Monika Gruber dafür sind. Ja. Und Olaf Schubert und Sebastian Pupfer sind streng gegen vegane Ernährung für Hunde. Ich bin kein Hundefreund. Ich würde sagen, es gibt Hunderassen, die sollte man gar nicht ernähren. Das ist es. Bei der Frage steht der Hund zu sehr im Mittelpunkt. Wir sollten viel mehr um die Möhre uns Gedanken machen. Das Gemüse, was an den Hund verfüttert wird, das hat ja auch Gefühle. Also dementsprechend nein. Da denken wir nicht weit genug. Den Blick über den Tellerrand, ganz, ganz wichtig. Über den Napfrand. Über den Napfrand. Sehr gern. Ja. Was sind wir? Wir sind pro. Wir sagen vegetarisch. Vegan. Vegan sogar. Vegan ja gut, dann sogar. Nur Grünzeug für den Hund. Dann kannst du, wenn er dir auf die Straße kackt, das musst du dann auch nicht aufwischen, das pflückst du dann quasi. Ja. Und das halte ich für eine sehr saubere Lösung. Ja, können wir machen. Ja, ich meine, das ist doch eh so ein Wahnsinn. Also jetzt noch zu Hause zu sitzen, was kann ich dem Hund kochen, was nicht? Der Chinese fragt sich, wie koche ich den Hund? Also das ist ja viel sinniger eigentlich. Das ist ja nicht der Chinese, sondern mehr der Vietnamese. Ich glaube, die machen das viel mehr. Kriegt dann der Hund auch so einen Apfel vorn rein, wie bei uns das Schwein? Und ist das dann veganer Hund, wenn er einen Apfel macht? Ist er dann vegan ernährt? So schließt sich der Kreis. Ja, so ist alles wieder. Und das ist auch ein schönes Ende für eine Frage. Wenn sich ein Kreis schließt, dann wissen wir haben etwas gelernt. Kommen wir zur nächsten Frage. Darf man seine Organe mit ins Grab nehmen? Das ist eine interessante Frage, weil wenn du sie vorher gespendet hast, kommt ja dann ein Interessenskonflikt. Also nehmen wir mal an, du hast eine Niere gespendet, stirbst und sagst, ich hätte aber gern die Niere wieder zurück. Wenn ich jetzt, ne? Das wäre, also da müsste man konkreter werden. Ich würde meine Organe ehrlich gesagt nie spenden, bevor ich sterbe. Ja. Das kommt ganz auf die finanzielle Situation an, oder? Ja. Das stimmt. Das muss man sich erst mal leisten können. Nein. Ja, also weiß ich nicht. Sie klatschen hier einfach fröhlich drauf los. Es gibt Länder, da kriegen Sie für eine Niere 50.000 Euro. Ja, und gucken Sie sich mal, hier sind einige Gesichter, die gerade anfangen zu rechnen. Ja. Das ist ein Mittelklassewagen mit selbst einparkendem Gedönse und sowas. Und wenn man die Familie gleich mitbittet, ist es sogar ein Luxusklassewagen. Das stimmt, da kannst du sogar noch die... Ja, das finde ich nicht schlecht, das ist gut. Ich habe zwei Kinder, das sind 100.000 Euro. Und ihr seid dagegen. Ihr würdet Organe nicht ins Grab nehmen. Ist das richtig? Wir Sebastian Pupfaff und Olaf Schubert sind gegen... Okay. Wir sind dafür. Organe selbstverständlich. Wogegen bin ich jetzt nochmal? Also ich bin dagegen... Organe mit ins Grab zu nehmen. Also es gibt im Grunde genommen quasi einen Zwang, bevor du ins Grab gehst, wirst du ausgeräumt. Ja, sozusagen. Wird das verkauft oder gespendet? Am Schrottplatz wird ja auch dann, wie nennt man das, ausgeschlachtet. Ja, aber wird das dann verkauft oder gespendet? Das würde ich noch ganz gern wissen. Das kommt darauf an, ob das Rote Kreuz macht oder die Caritas. Okay. Ich kann klar sagen, also wirklich, klingt engstirnig, aber ich gehe ohne meinen Penis nirgendwo hin, nicht mal in die Grube. Und das ist gar nicht von mir, das ist von Paolo Coelho, ein Originalzitat. Wirklich? Ich würde es nicht machen. Will ich nicht. Ich würde gerne meine Leber behalten. Die habe ich mir so schön breit gesoffen, mit der möchte ich ins Grab gehen. Es wird ein bisschen ein Problem, weil ich möchte verbrannt werden. Ich glaube, bei dem, was ich getrunken habe, müssen mich erst mal 3 Wochen zum Trocknen raushängen. Ich glaube. Aber ich bestehe darauf mit all meinen Organen. Und meinen Schuhen fällt mir auf, ins Grab zu gehen. Aber bei der Frau ist der Schuh ja ein Organ. Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, die Schuhe sollten zum Organ ernannt werden. Wenn es doch einen Gott gibt, so einen Schöpfer, und du trittst als total leergeschaufelter Eumel vor den Thron des Herrn, ohne Augenpimmel, Pansen, stehst du da. Ich meine, was gibst du letztendlich für ein Bild ab in deinem Taco-Jogger? Das ist doch die letzte Scheiße. Ich sage, nimm. Es ist ein hartes Bild, aber letztendlich stimmt. Das stimmt. Denk mal nach. Würdelos. Würdelos. Ja. Eins, bei den Ägyptern, ne, die wurden ja dann mumifiziert, also die, ne, zur Mumie gebastelt, die wurden ja auch quasi leer, ne? Nur die Hülle. So.
Und mir persönlich wäre es auch egal. Ich habe sowieso keinen Überblick, was hier drin ist. Also insofern würde mir nicht auffallen, wenn was fehlt. So, und wenn man einem Bedürftigen damit noch ja, was Gutes eine tut. Eine Freude machen kann. Eine Freude machen, ja, natürlich. Muss ich nicht immer ihr bloß... Ihr habt mir eine Leber mitgebracht, wie ja. Süß seid oder ihr einen denn? Penis von Thorsten Sträter. Wie ist das eigentlich? Ja, sollte nicht mal diskutiert werden, dass jeder ist eigentlich verpflichtet zu spenden oder man kann dann halt Widerspruch einlegen? Ne? Das war doch mal, wurde doch sogar politisch mal diskutiert, oder? Ja. Fände ich super. Dass man Einspruch einlegen muss, oh, jetzt wird es richtig ernst, oder? Dass man einfach von vornherein sagt, ja, komm, jeder gibt immer alles, es sei denn, du sagst, nein. Man muss sich explizit im Internet abmelden. Ist das schon soweit? Nein, so müsste es sein. Ach so, ja, richtig, nach dem Motto, Freunde, ich bin raus. Also aus der Organspende, nicht aus dem Internet. Und ja, finde ich gut. Ja, oder du kannst es dir aussuchen. Jeder sucht sich ein Organ aus. Und dann sitzen die bei so einer zentralen Sammelstelle, machen so einen Umschlag auf, scheiße, schon wieder ein Blinddarm. Sowas, das fände ich lustig. Aber ich glaube, das ist nicht durchsetzbar. Spannend. Und ich bin ja katholisch erzogen worden, also katholisch zugerichtet sozusagen, glaube aber an Wiedergeburt. Meine katholische Mutter übrigens auch. Und wenn du jetzt quasi ausgeräumt wirst, also organmäßig, und wiedergeboren wirst, von wem kriegst du dann die Organe? Wir haben das Feld des Glaubens betreten. Ja. Und es wird doch sofort still. Es wird doch total eisig. Ich merke das selber auch. Als du schon gesagt hast, du bist katholisch, habe ich schon gemerkt, die ersten Leute sind uns weggebrochen. Eigentlich passt das schon sehr gut zur nächsten Frage. Muss man Angst vor dem Alter haben? Ja. Ja, sagt die Fraktion mit der Dame sozusagen. Ja, okay. Nein, sagt die Fraktion, mit denen, bei denen man das nicht genau weiß, wo man sie zuordnen soll. Weil wir zeitlos sind. Weil wir zeitlos sind. Ja, ich fühle mich jetzt schon alt. Also das kommt dazu. Ich arrangiere mich. Ne? Ich spüre jetzt schon, der Körper will runter. Ich höre jeden Tag, wie der Humus mich ruft. Und es ist der Weg. Ich höre das auch manchmal, aber dann dusche ich und dann ist es weg. Ja, das ist wieder was Religiöses. Also so, ja. Auch das Alter hält, sag ich mal, Genüsse bereit. Also ich finde es total gut. Das klingt da immer so, eine 30 Jahre jüngere Freundin, das geht mit 25 noch nicht. So. Also, da muss man erst mal dranbleiben. Ganz, ganz schlimm diese Vorstellung war für mich, Johannes Heesters hatte eine Frau, die war über 40 Jahre jünger als er und sie war trotzdem über 60. Das muss scheiße sein, oder? Ja. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass Johannes Heesters nicht von selber stirbt, sondern gefailt werden muss, weißt du? Aber dann hat das ja irgendwie, ich meine das nicht böse, ich lese halt nur viele Bücher. Man muss, muss man Angst vorm Alter, ja, Respekt, man muss Respekt vorm Altern haben. Warum? Ich weiß nicht, weil... Die fragen dich zum Beispiel im Mediamarkt, wenn du dir so ein Ballerspiel kaufst. Früher, weißt du, haben die mich gefragt, ob ich alt genug bin. Dazwischen haben sie nichts gefragt. Und jetzt lachen sie nur noch, wenn ich da mit Call of Duty stehe. Ich habe eigentlich keine Angst davor, alt zu werden. Ich habe Angst davor, eines Morgens aufzuwachen, eine Korthose anzuhauen. Dann hänge ich mir auf. Dann ist vorbei. Weg bin ich. Und das ist halt die größte Furcht, die in mir brennt. Weg. Sofort. Alu, Leiter, Draht. Es ist so. Aber... Ist das... Kurt macht alt, ne? Oder? Pass mal auf. Nicht bei dir, Schatz. Moment. Nicht bei dir. Nichts macht so alt wie Kurt. Nichts. Kurt, ich kann das ruhig sagen. In Texas können Vierjährige Branntwein kaufen, wenn sie eine Korthose anhaben. Und das sollte dir klar machen. Das habe ich mir ausgedacht. Sicher, aber es klingt wahr. Und das zeigt dir, wie alt Kurt wirklich. Nichts macht so alt wie Kurt, außer das Alter und Kurt. Das sind zwei Sachen. Das macht wahnsinnig alt das und es trägt auch auf. Es trägt auf, es ist unfassbar. Raute macht jung. Raute, es kommt drauf an, wer du bist. Manchmal nervt Raute auch nur, aber in diesem Falle... Wie ist das denn für dich, Monika? Ich stehe morgens, also heute stehe ich auf, mir hat früher nie was wehgetan, bis ich 43 war. Und ab jetzt, ich wache morgen auf, ist alles gut. Und dann denke ich, heute tut mir nichts mehr, es ist wunderbar. Dann drehe ich mich einmal kurz und denke, ah doch, doch, tut weh, pass auf. Dann stehe ich auf, gehe zum Spiegel und denke mir, es ist das Land. Und dann denke ich mir, ja, das bin ich, ich stehe dazu. Und früher habe ich mir einen Lidstrich, das kennt ihr Männer nicht, aber das ist das, was hier am Augenwimpernkranz ist. Das habe ich mir einfach so wirklich freihändig, locker, flockig aufgetragen. Heute muss ich den obersten Lidlappen aufhalten, male es hin, lass ihn dann herabsinken, merke, ich habe zwei Lidstriche. Streber, der andere bappt hier oben. Ich sehe, es ist wirklich, es ist traurig. Bisschen. Ich weiß, es sind Probleme. Ich habe früher,
früher gelacht, wenn meine Freundin gesagt hat, dass, früher gesagt, wenn wir verreist sind, das Einzige, was du brauchst, ist irgendwie eine Kreditkarte. Heute eine Kreditkarte und eine Pinzette, weil dir Haare an Stellen wachsen, wo du sie nicht haben willst. So kleine schwarze Hexenhaare, wo du plötzlich im Vergrößerungsspiegel 1 zu 15 siehst, was ist das hier? Und du reißt es raus und du kriegst es auf einmal gar nicht raus. Und es ist so lang, es ist schwarz und störrig und denkst dir, ich verwandle mich in eine Hexe. Oh mein Gott, ich will nicht alt werden. Aber ist okay. Ich komme damit zurecht. Ich werde irgendwann einen jugendlichen Pfleger haben. Sehr bald sogar. Und er wird ausschauen wie Olaf Schubert und er wird reden wie Olaf Schubert. Ja, aber alt, ich meine, vorher sterben ist ja in jedem Fall beknackt, oder? Irgendwie, also ja. Leben ist in jedem Fall irgendwie erstmal cooler. Also im Alter hast du eben, im Alter bist du so ultimativ cool. Also ich meine, allein wie alte Leute ja Auto fahren. Das ist ja so viel cool, also dass du auch einfach ganz links mal mit 60 km/h. Ja. Auch mal raus aus dem System, nicht zuhören, hinter raus dir, die 40-Tonner, Blinker links. Ja. Da sollte man sich eine dicke Scheibe von abschneiden. Und wir müssen uns darauf einstellen. Wir wissen ja, die Gesellschaft überaltert. Ne, die Menschen werden immer älter, immer weniger Jugend. Das ist ja so das Motto, null Bock auf Friedhof. Alle sind bis ins hohe Alter elastisch, dehnbar, sportlich, fit. Ne? Turne in die Urne. Ja. Und was wollte ich eigentlich sagen? Also, aber war gut. Mach weiter. Wir müssen uns darauf einstellen. Und das Problem ist ja die Altersarmut. So, ne? Wie reagiert die Gesellschaft darauf, dass immer mehr Menschen alt sind? So, und damit kommen wir jetzt wieder zu den Nieren. Wenn du zwei hast, kannst du eine ab 65 verkaufen. Dann hast du 50.000 Euro. Das hält so bis 72. Mhm. Dann gehst du langsam Richtung Lungenflügel, Niere, hatten wir, Leber, dann, Teile davon. Dann fährst du mit dem Auto bloß um 30. Ja. Ja. Nee, dann fährst du irgendwann mit dem Auto in die Richtung, aus der die Autos kommen. Ja, aber dann ist ja auch nie ins Licht fahren, ganz wichtig, nie ins Licht fahren. Ich will das nicht totreden, aber es ist ja auch ein gesellschaftlicher Prozess. Diese Altersarmut, die droht, das ist ein gesellschaftliches Gesetz. Armut mündet immer in Kriminalität und wir wissen, Alterskriminalität kennt keinen Morgen. Ne? Ja. Da können wir uns dann schon mal darauf einstellen, dass sich so ein Banküberfall dann 5 Stunden zieht. Ne? Wenn der. Ja. Ja, da wird es auch so No-Go-Areas geben, so Baden-Baden zum Beispiel. Durchschnittsalter 67, da traut sich ja kein Polizist mehr hin, wenn diese ganzen kriminellen alten Leute am Roulette-Tisch stehen. Oder auf der Kölner Domplatte, weißt du, wo so mittelalte Damen in Feinstrick Nordafrikaner antanzen zu Anna Haller und dann zack, Portemonnaie weg, Butterfahrt. Ganz, ganz schlimm. Kannst du. Ja, ja. Und die sind hartnäckig, ne? Mhm. Die sind hartnäckig. Ein Albtraum. Die sind so hartnäckig. Es gibt sehr viele verstörte Marokkaner. Sehr viele verstörte. Nehmen Sie bitte die ältere Dame vom Knie. Ja. Ich werde dabei sein. Ich finde, das Thema ist zu Tode gewalzt worden, kann man an dieser Stelle sagen. Genau, ich finde auch, man sollte mehr trinken. Die Geselligkeit soll nicht zu kurz kommen. Ein großer Vorteil am Alter übrigens, man kann mehr trinken und merkt genauso viel wie vorher. Aber es ist egal, weil die Leute es aufs Alter schieben und nicht auf den Alkohol. So, gut. Gut. Diese Frage geht sich jetzt gerade. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Fragen selber nicht. Wir alle kennen die Fragen nicht. Wir lassen uns hier überraschen. Hier steht zum Beispiel, das geht an die existenziellen Grundlagen unserer Sendung. Muss man auf jede Frage eine Antwort haben? Ach. Ja. Die Fraktion Pro sitzt rechts neben mir, die Fraktion Contra sitzt links neben mir. Ja, wir sind nicht nur dagegen, wir sind auch dagegen, es überhaupt zu beantworten, oder? Absolut. Totaler Blödsinn. Absolut. Man muss immer was sagen. Gerade heutzutage guckt dir Trump an, Erdogan, Putin und Co. Wenn man die Klappe hält, hast du Unrecht. Du musst immer was sagen, scheißegal was. Man muss auch die ganze Zeit weiterreden. Man darf nie eine Pause kommen lassen. Man muss antworten. Weil wenn du Pausen machst, dann gehen andere dazwischen. Und wenn andere dazwischen gehen, hast du keine Redezeit. Deshalb reden, 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 reden. Ist auch vollkommen egal, über was du redest. Du könntest zum Beispiel dann Fragen beantworten, wie zum Beispiel... Veganer. In diesem Sinne ist es ganz, ganz wichtig, wenn es eine Frage gibt, beantworten. Immer. Dankeschön. Ich finde, es wird generell zu viel geredet einfach. Genau. Also man sollte
man, ich meine, mache unglaublich viele Sachen, wie ist das Ihre Steuererklärung oder liebst du mich, beantworte ich nur mit so vagen Handbewegungen. Mehr so eine Comme-ci, Comme-ça-Geste, das kommt sehr gut. Gerade bei ein, zweimal und dann kannst du machen. Das sah eher aus, das war so... Wie die offene Hand, liebst du mich? So die offene Hand, das war so, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Du kannst vage Gesten, kannst du ja. bei allem immer ja. gut anbringen. Ja. Ja. Ich würde die Frage erweitern. Ich muss sagen, ich habe auf jede Frage oft sogar zwei Antworten oder mehrere. Also eine Antwort ist oft zu wenig sogar. Ne? Also die nicht nur Qualität, auch Quantität, wie du es schon gesagt hast. Also mit einer Menge an Argumenten überzeugen. Ja. Ja. Das Wort braucht Gewicht. Ja. Und je Masse, mehr ich spreche, desto mehr Gewicht hat es. Genau, Menge gleich Masse, gleich Gewicht. Durch gleich Beschleunigung ist gleich Kraft. Richtig. Genau. Also. Ja. Und wenn Sie diese Antwort überzeugend fanden, würde ich sagen, lassen Sie sich untersuchen. So. Kommen wir zur nächsten Frage. Sollten nicht viel mehr Menschen verschleiert gehen? Das finde ich auch eine sehr interessante Frage, glaube ich, die viele Menschen in unserem Land bewegen. Warst du schon gemeldet? Hast du gemeldet? Nein. Nein. Wir reden jetzt nicht von so einem Schleier, wie Thorsten ihn trägt, der über den Augen aufhört. Nein. Sondern wir reden, glaube ich, von Vollverschleierung. Ich weiß es nicht genau. Sollten nicht viel mehr Menschen verschleiert gehen? Wenn man morgens in der U-Bahn sitzt und die vielen ungewaschenen Gerüche und Gesichter einem entgegenstehen, denkt man sich, von manchen Menschen sieht man zu viel. Das ist, oder im Sommer, wenn sie dann so sich festhalten an den Dingen und der braune Bär lugt raus, die Tröpfchen sinken nach unten, man denkt sich, so ein Schleier hat was für sich, wirklich. Manche Dinge sollten ihr Geheimnis bewahren. Ich wäre dafür, dass eigentlich alle Politiker verschleiert gehen sollten. Ja. Das wäre mal interessant, dann würde man die Aussagen hören und denken, ach, guck mal, das ist der Seehofer. Doch nicht. Das finde ich gut. Mein Vorschlag. Aber ist immer das Problem dagegen, wieder, dass alle dafür sind. Ja, das ist auch wieder so ein paar. Wer möchte dagegen sein? Wer möchte gegen Verschleierung sein? Ich bin gegen Verschleierung. Ja, wir sind für Verschleierung. Fall dagegen, aber wir sind auch gegen eine komplette Verschleierung. Wir sind auch dafür, dass Motorradfahrer keine Helme mehr tragen, ganz wichtig. Die Leute, die in Hochöfen arbeiten, keine Asbestanzüge. Ja. Wir sind für die Präsentation des Gesichts in allen Bereichen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Dankeschön. Das hat ja was Diskriminierendes. Natürlich. Ja. Ich muss sagen, ich kenne auch viele Menschen, wo ich denke, ein Sack drüber wird nicht schaden. Ja. Aber mein Problem ist ja an der Stelle immer, dass man, was uns fehlt oder was, glaube ich, weltweit einfach dringend erfunden werden muss, ist die religionsübergreifende schalldichte Burka. Ich weiß nicht, also, wenn sich jemand verschleiern möchte, soll er, was soll ich dazu sagen? Ich kenne mich mit Religion nicht so gut aus, weißt du? Wir sind sogar für die totale Nacktheit, das wäre noch krasser. Ja. Dann gäbe es auch keine Selbstmordattentäter mehr, weil du würdest den Gürtel sofort sehen. Und der Gürtel. Ja, stimmt. Totale Nacktheit. Naja. Es muss ja nicht aus religiösen Gründen sein, Thorsten, die Verschleierung. Es kann ja viele Gründe haben. Ja, ich habe auch eher an Batman gedacht und nicht an den Islam, aber ja. Ich verschleier dich. Also ich fände es gut. Ich hatte mal eine Freundin, die wirklich, die war behaart wie ein Berner Sennenhund. Es ist, ich finde Verschleierung generell, Mann, verschleier dich doch. Wenn du meinst, das muss sein, du läufst rum wie Huibu das Nachtgespenst, ich kann dir ja auch nicht weiterhelfen. Weil es gibt Sachen, die mir viel mehr auf den Sack gehen. Wie gesagt, halt Leggings bei Frauen über 130 Kilo. Ich hab's aber mittlerweile, nein, andererseits, ich hab's verstanden. Es ist, ich hab das, ja, obwohl das falsch ist, weil, das habe ich immer gesagt, das ist ein Zynismus, aber diese Frauen tragen das ja nicht und sagen, sie, meinen riesigen Hintern, sondern die tragen das, weil Leggings ganz günstig sind, weil die auch in der großen Größe kriegst, also ziehe ich das einfach mal wieder zurück und stelle das seriös in den Raum. So, bums. Nee. Also ich habe nur mal gehört, gute Tiger kommen in den Himmel, böse Tiger werden Leggings. Das war irgendwie mal die... Gute, das ist ein schöner Slogan für Taco, muss ich schon sagen. Hut ab dafür. Ja, es ist, die Leute... Aber wir haben uns jetzt entfernt. Ja, bitte wir lass haben, uns. Wir, haben uns wir entfernt waren für die totale Nacktheit. Ja, dabei, ich war ja in der DDR zweifacher Vize-FKK-Meister. Vize-FKK? Das ist jetzt auch nicht direkt die Lösung. Finde ich zu kompromisslos, muss ich sagen. Ja? Also es hat ja alles seine Ursachen, hat ja alles seine Wurzeln. Wir wissen ja, Verschleierung entstand ja. Ne? Der muslimische Mann darf ja keinen Alkohol trinken. Und.
schön sagen. Ich erlebe ja in Dresden diese Debatten, gerade wegen der Verschleierung. Ich kann es deshalb, ich sehe sehr wohl diskriminierende Elemente für die Frau, aber ich muss auch sagen, ich habe auch viele Pegida-Anhängerinnen gesehen, da wäre der Schleier auch eine elegante Lösung. Also es ist wie immer ein Mittelweg, den man beschreiten muss. Ne? Ich bin ein Mann des Ausgleichs. Also, ja. Gibt es denn eine schönere Entscheidung für eine Frage als diese? Ich glaube nicht. Der Mittelweg. Wir nehmen den Mittelweg. Das ist unsere Antwort. Sehr schön. Sehr schön. Schreiben auch Sie Ihre Fragen, die uns angehen, an mail@nurgefragt.de. Das wäre wirklich schön, wenn wir die Fragen von Ihnen bekommen würden. Wir möchten wissen, was Sie bewegt. Schreiben Sie uns. Nicht gleich jetzt, sondern warten Sie bis zum Ende der Sendung. Bleiben Sie jetzt sitzen, denn jetzt kommt eine wirklich interessante Frage. Sollte man einen Ehevertrag abschließen? Wer von euch hat denn einen Ehevertrag? Wer ist denn verheiratet? Mit nur einer Frau? Du bist verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet. Wer ist denn verheiratet? Oder? Ist denn niemand verheiratet? Ich würde es nicht zugeben, weil meine Frau ist hier. Ja. Hast du einen Ehevertrag? Ob ich einen Ehevertrag habe? Ja. Ja, sicher. Müssen den eigentlich beide unterschreiben oder kann man das hinterm Rücken? Das ist ja, nein, ganz ehrlich. Das ist ganz wichtig. Ich kenne die Rechte der Frauen noch nicht so ganz, weil ich kenne die Rechte der Frauen. Ich finde es krass, dass sie jetzt auch so viel Gehalt bekommen sollen wie Männer. Es sind so verrückte Zeiten. Es ist ganz wichtig, dass man den Ehevertrag macht, bevor es einem gut geht. Ja, das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Hast du es geschafft? Geil. Ja. Aber eigentlich ist es eine wahnsinnige Verschwendung, weil wir sind zusammen. Und das ist so. Immer noch. Das ist ja schlimm eigentlich. Ja. Ne? Das nehme ich ihr dann aber schon wieder ökonomisch übel. Genau. Dass wir uns so gut verstehen. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, ich trinke noch was. Ich würde solidarisch einfach allen Frauen raten, in Amerika zu heiraten und sich dort dann scheiden zu lassen. Da ist egal, was los ist, gehört der 50%, wenn der alte Kohle hat. Also Ehevertrag, wer mich heiratet, mit mir zusammenlebt, der hat sich jeden Cent verdient. Ich würde gar keinen machen. Also, ehrlich. Trotzdem bist du für Ehevertrag. Hey Mann, ja, tut mir leid. Und in Adelskreisen, in diesen berühmten Kreisen, kriegen ja die Frauen auch pro Kind, glaube ich, auch Kohle. Oder so Wurfprämie nennt man das, glaube ich, dann auch. Ja? Kriegen ja doch in Königshäusern, wenn es ein Sohn ist, dann noch mehr. Und das ist doch großartig. Also ich finde das. Der eigentliche Zweck des Heiligen Bundes, der so entwertet wird. Ja, absolut. Man lebt gemeinsam und was, ich meine, Verträge sind sowieso nur dazu da, um gebrochen zu werden. Also nein, man soll sich bemühen, es so lange auszuhalten, wie es geht, ohne Hintertüre. Richtig. Ne? Und wir wissen alle, dass das gar nicht geht. Also dass es, ne, das ist, wenn zwei Menschen zusammenleben wollen, die unterschiedlicher nicht sein können, es ist eigentlich Unfug, aber es wird trotzdem immer wieder gemacht. Und wenn es gemacht wird, dann ohne Netz und doppelten Boden. Richtig. Dann müssen beide in die saure. Deshalb auf keinen Fall einen Vertrag. Kein Vertrag. Ja. Kein Vertrag. Kein Vertrag. Nichts Schriftliches. Nichts Schriftliches. Nichts Schriftliches. Mündlich, ganz, ganz was wichtig. Man mündlich zum Weinen abspricht, das ist. Nach dem Motto: Mensch, klar kannst du hier erstmal wohnen. Na klar. Aber zieh doch mal die Bluse aus, so ungefähr. Ja. Vielleicht sollten wir doch mehr über ganz praktische Fragen sprechen. Zum Beispiel über die Frage, darf man sich an der Supermarktkasse vordrängeln? Nein. Boah. Jo. Ich habe immer ein Problem mit Fleischtheke. Wenn es so unkonkret ist, wer ist jetzt gerade dran? Da habe ich, also da weiß ich immer nicht, kannst du jetzt nach vorne preschen und die Omi zur Seite drücken? Oder musst du erst mal gucken, hebt die den Arm oder nicht? Kasse ist ja relativ eindeutig, bist ja kanalisiert, bist im Schlauch. Fleischtheke ist schwierig. Bäcker, auch ganz schwierig, ganz schwierig. Wer war als Nächster? Bäcker, Schlange, gibt's keine Schlange, stehen alle überall. Die stehen häufig vor den Teilchen und sagen dann, ich hätte gerne 5 von den normalen Brötchen da hinten. Und das nervt, da könnte ich mich aufregen. Wir sind dagegen. Ihr seid fürs Vordrängeln. Ah ja, super. Wir sind dafür. Ja. Wir sind dafür. Wir sind dafür, ist doch scheißegal, wo du stehst. Ja, wenn ich an der Theke bin, bin ich dran, fertig. Ja. Das Recht des Stärkeren. Nur so kommen wir ja auch überhaupt erst weiter in der Gesellschaft.
Wenn die Starken... Evolutionär, das Starken. Natürlich, wenn die Starken sich durchsetzen, werden wir immer stärker. Ja. Natürliche Auslese. Wenn die Starken sich durchsetzen, egalisiert sich alles. Ja, irgendwann brauchen wir nur noch eine Niere, dann haben wir die andere über. Die können wir dann verkaufen. Also 50.000? Ich wäre dabei. Ja. Ich bin dagegen. Erstens gehört sich's nicht und zweitens entgeht einem sehr viel, wenn man sich vordrängt. Ich war neulich an der Supermarktkasse gestanden. Zwei sehr alte Damen waren vor mir, wirklich sehr gebrechlich, ganz alt. Und so, kennst du den Satz, der dann fällt, wenn es irgendwie 18,30 Euro waren? Ich glaube, ich hab's passend, wo du schon zu schwitzen anfängst, weil du weißt, das wird da. Sie war eine süße alte Dame mit einer sehr alten Freundin dabei und hat sie da rausgegeben. Ich weiß nicht, sie zur Kassiererin, können Sie sehen? Ich sehe es gerade nicht. Und dann haben die raus. Und dachte mir, ich habe extra aufgepasst, dachte mir, wie sind die zum Supermarkt gekommen? Ein Supermarkt am Rande unserer Kleinstadt. Und die sind tatsächlich gefahren, die beiden Mäuse. Haben nichts, wirklich Kleingeld nicht erkannt. Dann habe ich gedacht, bin ich geschaut, wer von den beiden dann fährt im Auto. Dann hat die eine gesagt, so, Elfriede, machen wir es wie immer, du schaust, ich fahre. Das war großartig. Wirklich. Marc, original. Marc, das sehr gerne. Also ich bin auch, gerade wegen der alten Leute, sollte man nicht machen. Ich kann mich da gar nicht. Meine Oma war da auch, die war eine große Kleingeldsammlerin, weil das ja noch einen anderen Wert hat. Ich gucke mir das auch gerne an, für mich ist es meditativ. Wenn die mal so 19,80 Euro in 2-Cent-Stücken abzählen, da kommst du ja selbst zur Ruhe und lässt den Blick schweifen und guckst bei alten Leuten in den Einkaufswagen, denkst dir, Mann, ein ganzes Brot, lohnt sich das noch? Das sind einfach so Sachen. Ja. Naja, das sind schon Fragen, die ihr stellt. Ich lasse immer die Leute vor. Sag, gehen Sie vor. Ich lasse auch immer vorgehen. Schauen auch bei vollem Einkaufswagen. Sie haben nicht mehr lange zu leben, gehen Sie vor, gern. Wirklich. Wir sind für Kassen-Yoga. Entspannt sein an der Kasse, die Leute vorlassen. Wir meinen jetzt nicht so Kriegsgewinnler wie ihr, die 30 Sekunden schneller eine Bockwurst haben wollen. Wir meinen alte Leute, die ihr Leben gelebt haben. Die haben Kordschlappen an, selbstgehäkelten Pullover, die sollen in Ruhe einkaufen. Vor mir. Ja. Wir reden immer direkt über alte Leute. Was ist denn so mit diesen Jungen? Den muss man ja auch erstmal zeigen, wer ist Chef an der Fleischtheke. Wenn ich einen 13-Jährigen erwische, der 19,80 Euro in 2-Cent-Stücken abzählt, der kriegt ja sofort von einer geballert. Ja. Vordrängel. Das ist mein Held. Vordrängel. Alte Leute. Da kannst du dann schön, weißt du, kannst du schön mit dem Bodycheck, gehst du nach vorne und greifst noch seine Fleischwurst ab, die er fast umsonst gekriegt hat. Blutgrätsche. Ja. Blutwurstgrätsche. Nee, man kann sich auch freundlich, man kann jemanden freundlich rüberschützen. Also freundlich, aber bestimmt. So, ne? Also, dass man so... Ups, das tut mir aber leid. Genau. So. Ja. No, hoppla. Ich komme aus keiner freundlichen Familie. Meine Oma ist immer in die Kasse gegangen und die Verkäuferin hat schon gesagt... Schon wieder eine Alte. Haben Sie mal einen Euro klein? Und meine Oma, wie soll ich den sonst haben? Als Barren, die ist ziemlich aus sich rausgegangen. Sie hat ja recht letztendlich, wenn Sie darüber nachdenken. Wie soll es einen Euro sonst haben? Ich sage, lass den Ding hier in Lauf. Wer zuerst an der Kasse war, soll auch zuerst zahlen. Ich finde es auch schön, dass wir die Frage nach den alten Leuten, die vordrängeln können, mit den lass den Dingen seinen Lauf beenden. Und sei charmant und höflich. Man könnte höchstens noch, das habe ich ab und zu mal gemacht, älteren Leuten was von sich selbst mit in den Korb legen und dann danach nach der Kasse wieder rausnehmen. So, also. Ohne, dass ich es merke. Das ist gut. Wir haben gelernt, im Supermarkt dürfen alte Leute vordrängeln. Junge Leute kriegen auf die Fresse. Praktisch. Ja, letztendlich ist es das, ja. So ist es. Ich habe eine Frage, die sich auf einen konkreten Fall bezieht. Darf man einen menschlichen Kopf transplantieren? Wobei sich mir eigentlich eher die Frage stellt, ich kenne so viele Leute, wo ich denke, muss man nicht einen menschlichen Kopf transplantieren? Ja. Darf man einen menschlichen Kopf transplantieren? Wenn es gut gemacht ist? Ja, auf jeden Fall. Hier ist die Pro-Seite. Für die Schädeltransplantation, Sebastian Puffpaff und Olaf Schubert. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es mir nicht zutrauen. Ich habe mal eine Weile als Chirurg gejobbt, aber das sind... Praktikum. Das ist ja wirklich richtiger Eingriff, da kann immer was schiefgehen. Ne? Also, vor allen Dingen sieht es jeder, wenn du den Kopf verwechselst irgendwie. Also, dann viele machen den Fehler, frieren ein und Hirn... ist nämlich, das habe ich wirklich gelernt, das ist wirklich so, Hirn ist wie Erdbeeren. Wenn du die auftaust, werden die matschig. Und so ist es mit dem Hirn auch. Ja. Insofern ist diese, lassen sich Milliardäre ja gerne einfrieren auf 500, 600 Jahre. Und leider werde ich es ja nicht mehr erleben. Aber wenn die auftauen... Sau doof. Können die sich noch mit einer alten Erdbeere unterhalten? Aber das war's. Absolut. Jenseits davon ist kein Gesprächsthema. Augenhöhe. Darf man einen menschlichen Kopf transplantieren? Völlig dagegen, Thorsten Schreiter und Monika Gruber. Natürlich.
Nicht, weil was ist die ethische Grenze? Erst darfst du einen Kopf transplantieren und dann zack, der Kopf auf den Körper eines Wellensittichs. Ja, genau. Was für ein entsetzliches... Wenn man drüber nachdenkt, ist eigentlich ganz witzig. Also können wir noch einmal... ich weiß nicht, aber... Das ist jetzt ein Gegenargument. So, eben. Und hier in der griechischen Mythologie, da gab es ja sehr lustige Wesen, wo sie die Dinger da aufeinander geschraubt haben. Der Minotaurus. Haben, zum Beispiel, also was die Minotron, da alles. Es wirkt aber eigentlich ein bisschen, als würde so ein Bauarbeiter hin in so einem Pferd stecken, offen gestanden. Ich habe den Bildern nie getraut. Als ich zum ersten Mal vor mittlerweile, was, 15 Jahren das Foto gesehen habe von Boris Becker, unehelichem Kind mit Anna Ermakova, dachte ich, man kann einen Kopf transplantieren, es geht. Weil dieses Kind in dem Buggy... Und dann, große Schlagzeile drüber, ist das wirklich seine Tochter? Der Kopf ja. Das gilt. So Scherz. Das mit Arnold Schwarzenegger, aber auch der uneheliche Sohn. Habt ihr den mal gesehen? Ja. Yeah. Der lief durch die Wohnung wie der Terminator, der mit seiner Putzfrau hatte ein Kind. Das sah Orgel. Ich glaube, er musste es seiner Frau erzählen. Als ich als Kind das erste Mal gesehen habe, so... Conan der Barbar. Ich so, fuck. Das sieht original aus wie Arnold Schwarzenegger. Willst du was sagen, Arnold? Was ja interessant ist, wenn du eine Handbewegung machst. Diese Transplantation machst. Beide Körperteile haben ja Verwandte. Also... der Kopf sowohl als auch der Körper. Also wenn man sich Weihnachten zusammentut, kommen ja ganz viele fremde Menschen zu. Also dann also es gibt, hast dann ja Geschenke für den Körper dabei und dann Geschenke für den Kopf. Also so, Papa, ach doch nicht. Also es gibt den Begriff Patchwork-Familie eine ganz andere Bedeutung. Absolut. Absolut. Und wenn du dann noch andere Beine dabei hast, ich meine, dann kannst du allein ein Familienfest feiern. Das ist ja irre. Am besten auch aus drei Generationen. Ja, das ist sehr schön. Ja, so untenrum 65, wobei das ist so, nee, untenrum 25. Oben Mutter 45, unten Opa 63, stark behaart. Und wie ist das jetzt geschlechtlich? Also sollte man immer beim gleichen Freiheit Geschlecht bleiben? Ist nichts gesagt worden. Nee, ne? Könnte man auch also den Mann auf... 12-jährigen Pokémon-Spieler nehmen, oben drauf den Kopf einer 78-jährigen Nonne. Boom. Ja. Und deswegen sind wir... Ja, eigentlich nicht so richtig. Ja, wie cool ist nein, das? Nein, doch, wir finden es super, man soll es nicht machen. Nein, nein. Ja, ich glaube, wir debattieren hier, aber es passiert ja sowieso. Wir, in anderen Ländern, China, Amerika und so, der Deutsche hat ja, glaube ich, den Anschluss an diese Zukunftstechnologien verpasst. Ne? Also Quantenphysik, Nanotechnologie, Klonen, Beamen. Ne? Gerade beim Beamen haben wir erheblichen Nachholbedarf. Absolut. In Amerika, in jedem dritten amerikanischen Film wird gebeamt. Das ist auch ein riesen Merchandise-Markt. Ne, und Jim hier Beam. Beim Tatort, hier fahren sie mit dem Moped rum. Ne? Also, nicht reden, machen. Nicht reden, machen. Genau, das ist, man, wer viel fragt, der kriegt viel Antwort. Deshalb, ich glaube, irgendwo in Russland, da sitzt einer in einer Scheune, der näht schon fleißig an so Menschen zusammen. Also das, glaube ich, da kommt was Lustiges auf uns zu. Das ist der urige Traum, Frankenstein. Wir haben jetzt in der Frühphase gesehen, was passiert, wenn man einem Amerikaner eine tote Ente auf den Kopf schraubt. Der versucht jetzt, Präsident zu werden. Ich sage nein, nein, nein. Aber, Moment. Wie weit ist diese tote Ente gekommen? Das ist es doch. Ne? Das ist ja eigentlich pro. Eine tote Ente war noch nie kurz davor, eine Atombombe zu starten. Ja, du letztendlich hast du recht, ja. Schon richtig. Also das ist ja eigentlich dafür. Also es ist für Enten halt. Das spricht im Allgemeinen gegen die Amerikaner, aber nicht dafür, irgendwas Schlimmes auf noch was Schlimmeres zu schrauben. Das ist ganz furchtbar. Das ist zu kurz gedacht, mein Freund. Ja. Soll man einen Seitensprung beichten? Ehrlich gesagt, ist mir die Frage näher. Also mit dem transplantierten Kopf, ich weiß es nicht. Ja, ist es ein Seitensprung, wenn halt der Kopf von einem anderen und der Körper ja... Also das wäre ja, dann könnte man ja... Ne? Also wenn es halt ein fremder Kopf ist, aber der Körper immer noch des Partners. Wenn man einen Kopf mit einem fremden Körper hat, ist es dann ein Geschlechtsverkehr, wenn man onaniert? Das ist doch die Frage. Ja. Sie lachen, das ist ernst. Das ist gut. Das ist ernst. Das ist große Philosophie. Kontra. Danke. Auf der Pro-Seite für das Beichten, Thorsten Schretter und Monika Gruber. Seriös geantwortet, ich glaube, das ist viel Stress damit, der Spaß. Mit mach dem einfach, Beichten. Mach einfach mal. Mit dem Beichten, ja, hast du einmal, kennst du das hier. Stress mit dem Beichten, du kommst nach Hause. Ja, einmal gibt es mit dem Bagger was in die Fresse, aber mit dem Braunkohlebagger, aber danach ist ja erstmal Ruhe, du liegst ja auch 4 Wochen. Und dann... Besser als das Leben lang, das mit sich rumzuschleifen. Ja.
ein Freund von mir, der hat einen Seitensprung gebeichtet und die Frau redet jetzt nichts mehr mit ihm und jetzt will er sich scheiden lassen. Und da habe ich gesagt, bist du deppert, so eine findest du nie wieder. Nee, das ist ja wie eine Flasche Wein trinken und dann plötzlich aufhören. Also wenn man einmal angefangen hat, warum plötzlich auf halber Strecke stehen bleiben? Man initiiert was, man macht alles geheimnisvoll und dann plötzlich, nee. Was ist überhaupt ein Seitensprung? Mal ganz ehrlich, was ist denn ein Seitensprung? Also ich sehe jetzt nicht in dem, sag ich mal, in dem Akt mit einem anderen Menschen, das ist ja kein Seitensprung. Das ist ja im Grunde, das ist ja nur Biologie. Das passiert, machen alle. Du meinst doch. Naja, also kommen Sie. Was sind Sie denn? Sind Sie von 1920 oder sowas? Nein, das ist ein bisschen Rumgevögel, ja wunderbar. Nein, Seitensprung ist doch also mit einem anderen Händchen halten. Das wäre schlimm, aber... So, und das sollte man auf keinen Fall beibringen. Aber wenn das Glied in die Scheide eindringt? Halte ich das für vollkommen... Nein! Das kann jedwede Scheide sein, das ist vollkommen egal. Nee. Oder jedwedes Glied. Mhm. Die Penetration ist kein Seitensprung. Darf ich was sagen? Sehr gerne. Ich finde, Scheide ist unglaublich technisch. Es klingt, man muss sagen, Scheide klingt wie ein Urlaubsort. Ich meine, Scheide am Bodensee, da haben wir einen Wohnwagen. Das ist total grauenvoll. Du, das sagst du zu mir, ich komme aus Tittenkofen. Mir stellst du so die Haare hoch, weißt du? Das Glied, das ist furchtbar. Wo kommst du her? Ich komme aus Tittenkofen, also sag mir sowas nicht. Das ist kein Scheiß. Ich bin voll bei dir. Ich glaube, das assoziiert so. Das assoziiert so. Tittenkofen hört sich wie ein ostdeutsches Angebot an. Und ich frage mich, wer am Tisch es hier gemacht hat, offen gestanden. Nee, willst du Tittenkofen? Ja. Ich glaube. Den habe ich noch nie gehört. Noch nie. Wenn ich jetzt mal in Ohr. Ja, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, deswegen. Ich finde, das wird fehlinterpretiert. Da heißt immer so, ja, das ist ein starker Mann, der hat einen Fehler begangen und dann war er stark genug und hat es gebeichtet. Man muss war ein schlechter Lügner. Nee, es war ein Depp. Vor dem Schaden klug sein. Ne? Also ich meine, Nein sagen, wenn es drauf ankommt. Ich meine, ne, wir kennen. Wenn sie dich fragt, hattest du was mit einer anderen? Nein. Da musst du Nein sagen. Ganz wichtig. Da musst du Nein sagen. Naja. Es kommt immer aufs Timing an. Aber noch stärker ist man natürlich, ne, wenn die... Nee, da hast du Unrecht. Alles ausprobieren, weil erst dann kannst du ja wirklich befreit zurück zu deinem Partner sagen, und also hingehen und dann sagen, ich habe alles ausprobiert, aber du bist es. Ansonsten hast du immer diesen Zweifel. Gibt es da draußen noch irgendwen? Alle ausprobieren und dann zu Hause stehen. Wir müssen jetzt erstmal noch warten, weil es juckt, aber irgendwann... bin ich nur für dich da. Okay. Das ist ja lustig. Ja. So. Okay. Ich finde, diese Sexualität ist moralisch so aufgeladen, das müssen wir mal entladen. Plastierter Arsch. Nein, es ist natürlich schon so... es wird immer technischer, nur durch diese ganze 50 Secrets of... 50 Secrets of Grey? Ja. Ja, wer war das denn? Ich weiß es nicht, Und ich finde ja, es sollte ja nicht nur der Lust gewinnen, es sollte ja auch der Zeugungsakt wieder mehr ins Zentrum des Coitus rücken. Das ist ja auch Kommunikation. Also ich meine, wer miteinander schläft, sprengt sich nicht. Okay, ist zu weit. Aber, zu weit. Also, das liegt ja auch der Völkerverständigung. Sex statt Terrorismus. Hm? Ja. Also wenn eingewilligt wurde. Nein heißt nein. Richtig. Ja. Ein Arm Abstand. Das wird für viele eine Umstellung sein. Aber wenn sich das jetzt wenn sich das durchsetzt, ist viel gewonnen. Nee. Doch. Wir müssen einer Meinung sein. Nein heißt nein, genau. Wenn sie fragt, bist du fremdgegangen? Nein. Und dann heißt nein heißt nein. Genau, da kann man den Spruch durchaus wieder anbringen. Genau, so schließt sich der Kreis. Wenn man dann nämlich sagt, moin. Nee, da musst du halt... Das ist keine gute Antwort. Nee, da knallhart sofort sagen, da hatten wir doch die Frage, sollte man immer eine Antwort haben? Sollte man einen Seitensprung beichten, war die Frage. Ja, nein. Also ja, das war die Frage, aber immer nein sagen. Ja. Bist du fremdgegangen? Nein. Was soll die Frage? Und ihr dann ein schlechtes Gewissen machen. Das ist immer wichtig. Wieder was gelernt. Warum ist der Kühlschrank leer? Ich glaube... Das ist irgendwie so mehr mein Thema. Ja, absolut. Da kennst du dich wirklich aus. Ich glaube, das sind Gefühle und damit spielt man nicht. Ne? Deshalb muss man da... Wir sind beide kontra. Wir sind einer Meinung. Nee, Sex sind ja keine Gefühle. Genau, das ist ja Höck. Richtig, richtig. Ich glaube, jetzt haben wir es. Aber, ja. Ein Nein heißt Nein.
Außer in Sachsen, da sagt man immer so, ja, nein damit. Naja. Wir haben wieder viel gelernt heute, glaube ich. Schicken Sie uns Fragen an mail@nurgefragt.de. Wir werden auch Ihre Fragen, glaube ich, wirklich seriös beantworten. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.